Servus, Masse hier, euer Streetfotograf und Videograf aus Leipzig. Servus, Masse hier, euer Streetfotograf und Videograf aus Leipzig. Jetzt aber wirklich. Wie ihr gerade gesehen habt, war er, dürft ihr eigentlich noch kennen, der Micha. Der sich gerade nicht hinter die Kamera nochmal traut. Vor die Kamera. aber zum Thema. Heute sind wir wieder auf einer kleinen POV-Street-Runde unterwegs. Und heute habe ich mal was Neues ausprobiert. Und zwar einen neuen Messmodus. Gut, was heißt neu? Den gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Und zwar Highlight. Das heißt, eure Kamera sucht den hellsten Punkt im jeweiligen Bild raus. Und geht da nach der Belichtungsmessung. Also der hellste Punkt wird gemessen. Und wird ausgeglichen mit Plus, Minus, 0, 1, 50, keine Ahnung. Um das Ganze auszuwählen, geht ihr wie gesagt in den Messmodus rein und wählt unter den allen gegebenen Möglichkeiten von, was haben wir hier alles, Multi, Mitte, Spot, Gesamtbilddurchschnitt, das habe ich noch nicht probiert, und Highlight, wie gesagt. Auswählen und dann über die Belichtungskorrektur halt wirklich das Bild anpassen. Je nachdem, was ihr für ein Bild habt, bei mir werdet ihr ja gleich sehen, Sonne, Motiv und Kamera. Das Motiv ist zwischen Sonne und der Kamera und wird deswegen dann entsprechend dunkler oder halt ein bisschen heller, je nachdem wie ihr eure Belichtungskorrektur einstellt. Das Ganze, ich weiß ja, ein paar von euch haben nur die A7 II. Bei der könnt ihr das ähnlich machen, müsst allerdings einen kleinen Trick anwenden. Den Messmodus steht ihr dort auf Spot, geht dann auf die hellste Position in dem jeweiligen Bild, was ihr machen wollt, drauf und haltet per AEL-Taste den Belichtungswert fest. Dann richtet ihr euer Bild aus und macht das Foto. Wie das erklärt wird, generell, wie ich ein paar Einstellungen, wie ihr eure Kamera ein bisschen auf euch anpassen könnt, dazu mache ich noch ein Video. Das kommt noch. Aber jetzt gehen wir mal auf die Straße von Leipzig und zwar bei Sonnenaufgang. Passend für diesen Modus, wie ich finde. Also, auf geht's! Thank you.
Da sind wir wieder. Na, was meint ihr? A7-2 bzw. A7-3. Wie gesagt, diese Belichtungsmessung könnt ihr mit beiden Kameras machen. Bei der 2 müsst ihr halt einen kleinen Trigger haben, weil Highlight hat die noch nicht. Und ich wüsste auch noch nicht, leider Gottes, dass es dafür noch Firmware-Updates gibt, die das vielleicht mal reinhauen könnten. Das wäre natürlich schön, aber kann man jetzt gerade nicht ändern. Haut gerne mal in die Kommentare,
wie euch die Bilder gefallen haben, welches so euer Favorit ist, mit Zeitstempel, sag ich mal. Und ansonsten, ob ihr diesen Modus schon mal ausprobiert habt, wenn ja, wie eure Erfahrungen sind. Und generell wisst ihr Bescheid, wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, was ich euch mal für euch ausprobieren soll, untersuchen soll, welche Objektiv ich testen soll, haut gerne alles in die Kommentare. Und generell wisst ihr Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen, Ideen habt für Videos, was ich mal ausprobieren soll oder testen soll, immer her damit in die Kommentare. Und ansonsten wisst ihr auch Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, haut gerne ein Like raus und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das würde mich sehr unterstützen. Und haut auf die Glocke, dann wisst ihr Bescheid, wenn ein neues Video rauskommt. Ansonsten war es das von mir soweit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin auf jeden Fall wieder mit am Start und ich hoffe ihr auch. Also bis dann. Ciao. Ich werde geblendet. Kopfhörer ist... Kopfhörer.